Ich habe heute eine Botschaft mitgebracht, die wieder ein bisschen herausfordernd ist. Aber das ist doch gut, oder? Warum? Weil Jesus fordert uns heraus. Und die Botschaft trägt den heutigen Titel: Der Ort, an dem Gott verändert. An welchem Ort verändert uns Gott? In unserem Herzen, Amen. Zu Hause. In seiner Gegenwart. Und die kann überall sein. Das sagst du? Oh, 100 Punkte, Schwester. 100 Punkte. Das sind 100 Punkte. In der Wüste. Ich dachte, das kommt gar nicht, aber gut. Es gibt verschiedene Orte, wo Gott verändert. Ja, in seiner Gegenwart. Und die kann überall sein. Zu Hause, in der Bahn. Ich habe schon in der Straßenbahn Gott erlebt. Ganz persönlich mit der Bibel. Es kann in der Gemeinde sein, da wo seine Gegenwart ist. Und es gibt ganz viele Orte und ja, Situationen, wo Gott unser Leben verändern möchte. Aber einer dieser Orte ist die Wüste. Und wenn wir uns so geistliche Wüsten anschauen in unserer pfingstcharismatischen Bewegung, oh, ein Zeit der Schwere, oh Bruder, Schwester, du bist in der Wüste, oh Gott, puh, der Herr sei mit dir, oh Bruder, alles ist gerade so schwer, ich bin gerade in der Wüste, ich spüre Gott nicht mehr, ich höre Gott nicht mehr, Gott ist ganz weit weg von mir, warum, ich bin gerade in der Wüstenzeit. Und wir haben sowieso ein X ja, vor der Wüste und so, nein, wenn wir in der Wüste sind, ist alles so schwer. Und wenn wir als Gemeinde in der Wüstenzeit sind, alles ist so trocken, es ist schwer, man hört Gott nicht, man kommt nicht voran. Und genauso war ich auch immer geprägt. Bis ich mir vor ein paar Tagen, als ich diese Predigt geschrieben habe, mal die Wüstenzeiten in der Bibel angeschaut habe. Und wir möchten uns mal ganz kurz ein paar Wüstenzeiten anschauen und anschauen, was Gott innerhalb dieser Wüstenzeiten schon getan hat. Lass uns mal bei Moses anfangen. Moses war insgesamt von seinem Leben 80 Jahre lang in der Wüste. Nicht in der geistlichen, in der sichtbaren. 80 Jahre in der Wüste. 40 Jahre alleine, 40 Jahre mit dem Volk. Was geschah in dieser Wüstenzeit? Gott hat sich ihm offenbart. Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat ihm seinen Auftrag gegeben. Alles in der Wüste. Gott hat sich verherrlicht, übernatürlich. Er hat ihm gezeigt, dass er die volle Kontrolle hat. Alles das in der Wüste. Ihr müsst euch vorstellen, da läuft ein Mann in der Wüste rum, ein Dornbusch fängt an zu brennen, eine Stimme kommt heraus und redet mit ihm. Das wäre sofort eine Einweisung heute gewesen, oder? In die Psychiatrie. Was? Du hast einen brennenden Dornbusch gesehen, mit dir geredet hat? Alles klar, das gibt starke Tabletten. Er war an diesem Ort und Gott spricht zu ihm und sagt, zieh deinen Boden aus, denn an dem Ort, wo du bist, ist was? Es ist heiliger Boden, es ist ein heiliger Ort. Es war in der Wüste. Gott hat zu ihm gesprochen. Moses hat ein Volk geleitet, was so groß war in der Wüste. Lass uns weitergehen. Das Volk Gottes selber. 40 Jahre lang in der Wüste. Was ist alles in der Wüste geschehen? Gott hat sich offenbart als ihr Führer, als ihr Leiter. Gott hat sie versorgt. Wisst ihr, Geschwister, das waren ja keine 5 Leute, die dort versorgt wurden. Das waren ja, ich glaube, 1,5 Millionen Menschen, die jeden Tag versorgt wurden mit Wasser und Essen und das übernatürlich, keiner wusste wie, in der Wüste. Welche Stimme kam aus der Wüste, die Jesus angekündigt hat? Johannes der Täufer. Gut, okay, der lebte wirklich wüstenmäßig, ja, das wissen wir heute. Gut, das war richtiger Wüstengänger, aber er hat Jesus angekündigt, er hat den Messias angekündigt, von wo? Aus der Wüste hinaus. Jesus selber, 40 Tage in der Wüste. Und es geht noch weiter, auch Paulus war 17 Jahre in der Wüste. Herr Bruder Lia, wo war denn Paulus 17 Jahre in der Wüste? Apostelgeschichte, steht nichts davon. Das ist das Lustige. Wir haben die Bekehrung von Saulus und dann die Missionsreise von Paulus. Aber so schnell ging es gar nicht. Zwischen die Bekehrung von Saulus und die erste Missionsreise lagen 17 Jahre lang Wüstenzeit, die ihn geformt und ihn zubereitet haben. Und jetzt merken wir, Geschwister, Wüstenzeiten sind gut, oder? Eigentlich müssen wir sagen, yeah, wir sind in der Wüste. Gott spricht zu uns, Gott ist uns nah. Gott ist hier, er offenbart sich uns. Aber warum machen wir das nicht? Weil Wüstenzeiten in der Realität ganz anders manchmal aussehen, oder? Und der Punkt ist das, das Problem ist das, Wüstenzeiten sind von Gott, aber der Teufel hat die volle Vollmacht, dort drin zu wirken, wie er möchte. Und deswegen gibt es 2 Personen, die 2 Pläne in einer Wüstenzeit haben. Der erste Plan ist der Plan Gottes. Er hat einen Plan mit dir in der Wüstenzeit. Er möchte, dass du ihn noch näher begegnest. Warum heißt das immer Wüste? Ja, eine Wüste ist ganz weit weg von allem Leben, von Wasser,
vom Supermarkt, von allem. Und deswegen führt uns Gott in Wüstenzeiten hinein, um uns abzuschottern von allem, zu sagen, du bist jetzt ganz nah bei mir. Vergiss alles andere gerade um dich herum, diese ganzen Pläne, das alles, was du vorhattest, vergiss es, jetzt wirst du abhängig von mir. Und da gibt es aber auch den zweiten Plan. Das ist der Plan Satans. Denn er sieht, okay, du kommst in diesen Prozess hinein, wo sich Gott dir offenbaren möchte, wo Gott zu dir sprechen möchte, wo Gott sich verherrlichen möchte, wo Gott Zeichen und Wunder schenken möchte. Und er sagt sich, das wirst du nicht. Bevor du Offenbarungen bekommst, bevor Gott dich abhängig macht von sich, werde ich dich zu Fall bringen. Und deswegen kommt der Teufel und möchte, bevor wir einen Durchbruch erleben in der Wüstenzeit, uns abhalten von dem Willen Gottes. Und er macht uns das Leben schwer. Das ist das Problem, warum sich Wüstenzeiten so schlimm für uns anfühlen. Das musste man ansehen und erleben, und Wüstenzeiten waren so schlimm, aber irgendwann kam so ein Durchbruch, weil ich mir die Frage stellte, wie verhalte ich mich eigentlich in Wüstenzeiten? Wie sollen wir uns, wir Christen, uns verhalten in dieser schwierigen Zeit, wo Gott uns auf die Probe stellt? Und bevor wir uns diese Frage anschauen möchten, wie verhalte ich mich in Wüstenzeiten, möchten wir uns anschauen, warum gibt es überhaupt Wüstenzeiten? Nicht nur, weil Gott zu uns sprechen möchte, nicht nur, weil Gott einen Busch anbrennen möchte, sondern weil da noch viel mehr dahinter ist. Und danach möchten wir uns anschauen, was geschieht mit uns in einer Wüstenzeit und wie kämpfen wir damit. Wer die Bibel hat, wer hat sie dabei? Preist den Herrn. Schon mehr wie bei uns. Bei uns ist das noch Übungsphase, ey. Ich habe schon gesagt, wir führen nicht 3G ein, wir führen ein B ein. Eine Bibel kommst du rein. Ja, lasst uns beginnen. In Matthäus 3, Kapitel 13 bis 17. Und hier lesen wir etwas sehr Interessantes. Matthäus 3, 13 bis 17. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Von welcher Taufe spricht Johannes hier? Von der Taufe im Geist. Er sagt, ich muss von dir getauft werden. Du hast die Taufe des Heiligen Geistes, die Feuertaufe. Komm, taufe du mich. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Der Prinz hat hier gesagt, dass die Taufe das Siegel der Gerechtigkeit ist. Jesus hat hier gesagt, lass es uns, wir alle, so erfüllen, dass wir versiegelt werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Und als Jesus getauft war, also versiegelt mit der Gerechtigkeit vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen, auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Halleluja. Ihr habt doch auch Taufen schon mal gehabt, oder? Ist das schon mal der Himmel zerrissen? Und eine Stimme kam von irgendwoher und der Klaus hat sich gedacht, hä, wer redet gerade mit mir? Nee, oder? Also ist nicht die Alltagstaufe. Was geschieht hier? Jesus wird auf einmal für gerecht gesprochen vor der sichtbaren und vor der geistlichen Welt. Und plötzlich geschieht etwas. Der Sohn Gottes, der Messias, wird eingesetzt für seinen Dienst. Das hier ist das offizielle Bekenntnis. Dies ist mein Sohn. Das ist mein Gesandter. Der BFB wird jetzt sagen, gerade ordiniert. Und was, wisst ihr, Geschwister, hier geht es noch viel tiefer. Wenn wir uns diese Stelle aus dem jüdischen Aspekt anschauen, dann merken wir, Gott möchte viel mehr sagen. Damals im Judentum war es so, dass es diese großen Märkte gab. Ja, da konntest du Sachen kaufen. Und die Väter hatten ihre Stände. Und damals war es so, wenn der Sohn von dem Vater reif genug war, um den Vater zu vertreten, dann ging der Vater mit dem Sohn auf den Markt und sagte, dies ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, und der vertritt mich jetzt offiziell hier. Wenn ich in Abwesenheit bin, darf er meine Geschäfte weiterführen. Das wussten die Juden. Jetzt standen dort ganz viele Juden, schauten auf diesen Jesus. Eine Stimme kam irgendwo her und sagte, dies ist mein Sohn. Der darf mich nun vertreten, obwohl ich hier oben bin. Das heißt, die Menschen wussten, okay, das Lamm Gottes ist gekommen. Das Lamm Gottes ist in die Welt gekommen. Das heißt, Jesus ist offiziell in seinem Dienst. Und jetzt kommt was? Matthäus 4, 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Komisch, oder?
Offizielle Einsetzung? Wüstenzeit. Wer will denn das eigentlich? Eigentlich will man Wüstenzeit und dann Einsetzung, oder? Der erste Schritt des Heiligen Geistes war, ihn an diesen Punkt zu führen, wo der Teufel ihn versucht. Und wir lesen im Lukas 4, 1 bis 2 noch was viel Stärkeres. Denn hier lesen wir, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Das heißt, er fastete nicht nur 40 Tage, sondern er wurde 40 Tage intensiv jeden Tag vom Teufel versucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Jeden Tag war der Teufel ganz sichtbar bei ihm und hat versucht, ihn zu Fall zu bringen. Jeden Tag. 40 Tage lang, das ist über einen Monat. Warum tut Gott dies? Warum tut uns Gott in eine Wüstenzeit hineinlegen, bevor wir einen großen Durchbruch in unserem Leben erleben? Weil Gott davor möchte, dass wir abhängig werden von ihm. Die Wüstenzeit ist unsere Zubereitungszeit, am Boden zu bleiben, nicht abzuheben, Kampfführung zu lernen, Gottes Stimme zu hören, Gott zu suchen. Ich sage dir was, du wirst niemals Gott mehr in deinem Leben suchen als in einer Wüstenzeit. Weil du genau weißt, jetzt brauchen wir ihn und es funktioniert nicht mehr. Und Gott entmachtet uns so stark in einer Wüstenzeit, dass wir wissen, entweder tut er es jetzt oder nichts passiert. Und das ist dieser Punkt, Geschwister, Gott führt uns ganz bewusst da hinein, damit wir lernen, was es heißt, geistliche Kampfführung zu übernehmen. Jetzt möchten wir uns den Punkt anschauen, was geschieht in einer Wüstenzeit? Und, bin ich verrutscht? Das Schönste ist, Geschwister, dass Jesus uns das Beispiel gibt, wie wir uns in Wüstenzeiten verhalten sollen. Lass uns eine Stelle lesen im Hebräer 2, Vers 17 und 18, denn wir leben nicht von Erfahrungen von anderen Menschen, sondern wir leben von der Erfahrung Gottes. Und wir lesen im Hebräer 2, Vers 17 bis 18, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Stark, oder? Darin, wo er selbst versucht wurde, in dieser Wüstenzeit, darin kann er denen helfen, die in der Wüstenzeit sind. Und das ist dieser Punkt, Geschwister, anhand von dem Leben Jesu können wir raus entnehmen, wie wir uns verhalten sollen in Wüstenzeiten. Lass uns beginnen, die Wüstenzeiten von Jesu zu lesen. Matthäus 4, Vers 2. Lass uns nochmal Vers 1 bis 2. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Wenn wir uns dieses altgriechische Wort hier anschauen, was für Peirazzo, für Versuch genommen wird, dann finden wir im Altgriechen das Wort Peirazzo und der Wortstamm ist Peira. Und wenn du diesen Wortstamm Peira dir anschaust, dann schreibt der Matthäus hier eigentlich das Wort als Versuchung. Man kann das übersetzen mit Versuchung, Prüfung und Erfahrung. Diese drei Punkte. Und wenn du das genauer anschaust, dann merkst du, okay, Wüstenzeiten sind genau das. Es ist eine Versuchung, der Teufel versucht dich zu Fall zu bringen. Es ist eine Prüfung von Gott, wie gehst du damit um? Und du sammelst für dein Leben geistliche Erfahrung. Nicht die Erfahrung von dem oder die Erfahrung von dem oder die Erfahrung von dem. Deine Erfahrung, wie die du umsetzen kannst. Wisst ihr, Geschwister, wir können keine geistliche Kampfführung übernehmen, indem wir uns Predigen über geistliche Kampfführung anhören, weil es in ihrer Erfahrung. Na klar kann uns das bringen, eine Stütze. Aber diese Erfahrungen, die wir selber machen, die bringen uns zum Schluss das Allermeiste. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich habe das hier mal in drei Schritte aufgezählt und der Schritt Nummer eins des Teufels ist Anzweiflung. Der Teufel ist ein Meister in deinem Kopf, in deinen Gedanken, alles anzuzweifeln, was Gott bereits getan hat. Alles. Und wisst ihr, Geschwister, wenn du 40 Tage fastest, ich habe noch nie mein Leben 40 Tage gefastet, wenn du 40 Tage nichts gegessen hast, dann bist du hungrig, sehr stark sogar. Und der Teufel kam und sah jetzt gerade, dass Jesus keine Geldprobleme hatte
oder keine Probleme mit seiner Ehefrau, weil er eh keine hatte. Er hatte keine Probleme irgendwo. Er hatte ein Problem mit seinem Magen, weil er Hunger hatte. Das Erste, was der Teufel tut, er sagt, mach doch ein bisschen Brot daraus. Er hat eine Basis gesucht, um anzuzweifeln. Und so gibt es in unserem Leben, Geschwister, eine Basis, die der Teufel ständig benutzt, um uns Zweifel in unserem Herzen einzureden. Was kann das alles sein? Deine Finanzen, dein genereller Umstand, deine Ehe, deine Arbeit. Es gibt so viele Situationen, die der Teufel nutzen kann und wird, um uns Zweifel einzureden. Und dann kommt der Satz, war das hier wirklich von Gott? Hat es Gott wirklich gerade gesprochen? Was macht der Satan hier? Er zweifelt die Position Jesu Christi an. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann komm, beweise es doch mal. Und das ist dieser Punkt, Geschwister. Wenn wir auf diesen Zweifel eingehen, hat der Teufel schon mal die halbe Miete drin. Weil dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen. Ach Gott, wo bist du eigentlich? Wir beten. Du tust doch eh nichts, Gott. Und wisst ihr, was wir dann tun? Wir tun selber etwas. Das Ziel des Teufels war, dass er selber einen Stein zu Brot macht durch den Zweifel. Schritt Nummer 2. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinen Wegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa auf einen Stein stößt. Was tut der Teufel jetzt? Er agiert verdeckt. Das, was er tut, macht er verdeckt, damit du nicht erkennst, dass er dahinter steckt. So gereimt. Ich möchte mal einen Satz vorlesen, den ich aufgeschrieben habe. Jetzt versucht der Teufel mit dem Wort Gottes selbst, Jesus zu Fall zu bringen. Der Teufel benutzt oft Situationen, Personen, Ereignisse, um uns zu Fall zu bringen, hinter dem wir ihm niemals erwarten würden. Niemals. Und dann spricht eine Person zu dir Dinge, die du in deinem tiefsten Fleischherzen doch eh schon längst hören wolltest. Und du sagst, ja, das tue ich. Diesen Weg gehe ich. Und wisst ihr, als Jesus den Jüngern erklärt hatte, Matthäus 16, dass er bald sterben wird und wie er am Kreuz hängen wird, wo er seinen Tod erklärt, da kommt Petrus zu ihm und sagt, ey Jesus, und er wehrt ihm, er holt ihn runter von dieser Menge und sagt, hey Jesus, hör mal zu, das widerfahre dir bloß nicht. Ja, was sagt Jesus dann? Weiche von mir, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Er hat sofort erkannt, dieser beste Freund Petrus, der ihn von ganzem Herzen liebt und den er liebt, wurde gerade gesteuert von dem Teufel, um ihn zu Fall zu bringen. Es war eine ganz enge Person. Und so müssen wir prüfen, Geschwister, in unserem Leben, welche Personen in unserem Umfeld, gerade in Wüstenzeiten, tun uns meistens mit ihren Ratschlägen überhaupt nicht gut. Welche Personen beraten uns und geben uns Tipps, die gegen den Willen Gottes zum Schluss gehen? Nicht, dass die Personen uns nicht lieben, nicht, dass die Personen uns hassen, aber wenn sie im Fleisch leben, denken sie nicht göttlich, sondern menschlich. Und das volles Rohr. Schritt Nummer 3. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wie dreist, oder? Schritt Nummer 3 ist, Satan stellt immer dich und die Welt in den Mittelpunkt. Schau auf dich, schau auf dein Leben, schau auf das, was du wirklich willst. Was willst du wirklich im Fleisch? Willst du dieses Leben? Willst du das wirklich tun? Was ist eigentlich, es ist wieder zum Schluss wieder Anzweiflung. Und er stellt dein Leben so in den Mittelpunkt und sagt, schau mal, was du alles verpasst, wenn du den Weg mit mir gehst. Schau mal, was du alles haben könntest, wenn du nur ein bisschen Funken dich beugst vor mir. Ein bisschen nur, brauchst gar nicht viel. Und dieses egozentrische Denken vom Teufel liegt leider bei uns allen irgendwie drinne. Und dann hört man so predigen, ja, bevor wir andere lieben, müssen wir uns erstmal selbst lieben lernen. Also so Geschwister, ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe mich genug. Ich tue mir echt genug Gutes. Also das verharmlost man immer so, aber ich gehe einmal im Monat mir neue Anziehsachen kaufen. Ich gehe einmal immer mit meiner Frau gut essen. Ich tue mir eigentlich Gutes, oder?
Wer tut sich hier nicht ab und zu irgendwas Gutes mal? Aber dann hört man so Predigten wie, ja, du musst einfach sich selber lieben können. Naja, ich tue mir genug Gutes. Der Satan stellt immer unser Leben in den Mittelpunkt und sagt, tu doch das, was du eigentlich willst, was dein Fleisch eigentlich möchte. Und das ist so dieser letzte Angriff des Teufels, um uns aus Wüstenzeiten rauszureißen. Und jetzt möchten wir uns anschauen, Geschwister, wie kämpfte Jesus? Mit was kämpfte Jesus hier die ganze Zeit? Mit dem Wort Gottes. Können wir vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund haben? So ein bisschen. Das wäre super. Er kämpfte mit dem Wort Gottes. Und wisst ihr, Geschwister, ich denke, dass wir manchmal die Kraft des Wortes Gottes völlig unterschätzen. Es ist die Kraft zum Leben. Es ist die Kraft, die uns den Antrieb gibt, weiterzumachen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ach super, dann führe ich noch ganz kurz aus. Wenn der Teufel uns anlügt, müssen wir die Wahrheit kennen. Und die Wahrheit macht uns zum Schluss frei. Halleluja. Wisst ihr, Geschwister, ich habe mich lange mit dieser Trinitätslehre beschäftigt. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist gleich Gott. Ich zweifle das gar nicht an. Ich wollte ein paar Bibelstellen finden dazu. Und wisst ihr, was ich dann herausgefunden habe durch die Kraft des Geistes? Das Wort Gottes zeugt selber von der Trinität Gottes. Es ist aus der Mundhöhle Gottes hervorgegangen. Jesus selber ist das Wort. Und wisst ihr, von wem das Wort Gottes eingegeben wurde? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, das Wort Gottes gibt uns die Kraft, um weiterzumachen. Wie sieht das praktisch aus? Wenn du im Fleisch bist, diese Gelüste, diese Begierde kommen, dann nimm Galater 5. Was sagt Paulus? Denn ich habe alle Leidenschaften und Gelüsten mit Jesus gekreuzigt. Halleluja. Wenn der Teufel kommt und will dich berauben in deinem Gedankengut, in deinem Herzen, dann nimm Johannes 10, Vers 10. Der Dieb ist gekommen, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Amen. Was sagt Jesus danach? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt das Leben für seine Schafe. Halleluja. Und wisst ihr, Geschwister, dafür müssen wir das Wort Gottes aber kennen. Und ich weiß, ihr habt super, super Pastorenteam, die euch jeden Sonntag sagen, liest die Bibel, liest die Bibel. Aber das soll kein religiöser Akt sein. Hier steckt unser geistliches Leben drin. Und das allererste, wovon der Teufel dich abhalten möchte, ist das Wort Gottes. Lass uns eine Stelle lesen im Epheser 6. Wer kennt alles die Waffenrüstung Gottes? Oh, so eine schöne Stelle, oder? Ich möchte nur eine Stelle vorlesen, die mich irgendwie begeistert hat, gestern Nacht noch. Hier lesen wir, und nehmt euch, Epheser 6, Vers 17, und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert. Was machst du mit dem Schwert? Du kämpfst damit, oder wie Petrus, er schlägt Ohren ab. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Schwert des Geistes, Heiliger Geist, welcher das Wort Gottes selber ist. Wenn wir im Geist leben, führt uns der Heilige Geist in das Wort Gottes hinein. Wenn wir im Geist leben, kommen Gedanken des Friedens und Gedanken des Wortes Gottes über uns. Wenn du ermahnt wirst und dein Gewissen zu dir spricht, dann spricht der Geist Gottes vielleicht nicht direkt zu dir. Er nimmt Bibelstellen hervor und sagt, hier mein Sohn, das möchte ich zu dir gerade sagen. Wisst ihr, Geschwister, ich habe mal über Leute gelästert auf der Arbeit und ein bisschen übertrieben, so ein bisschen gelogen. Und danach lese ich Jeremia, ich studiere gerade Jeremia, und auf einmal steht dort die Lügenmäuler. Gott musste es mir gar nichts mehr sagen. Ich habe direkt Buße getan. Warum? Weil mich der Geist Gottes in das Wort Gottes hineinführt und in seine Wahrheiten. Der Geist Gottes wird uns niemals etwas anderes sagen, was hier drin steht. Das ist die Basis für das Reden Gottes. Und Geschwister, ich möchte jetzt eine Frage dir stellen. Wann ist deine Wüstenzeit vorbei? Ist deine Wüstenzeit vielleicht nicht schon längst eine Illusion? Weil wir denken, sobald es uns schlecht geht, sobald Gott nicht spricht, sind wir in der Wüste, obwohl Gott uns manchmal längst aus der Wüste raushaben möchte. Wir lesen nicht, dass der Heilige Geist nochmal kam und gesagt hat, und jetzt kehre bitte hinaus aus der Wüste, Jesus. Nein, wir lesen, er hörte von Johannes den Täufer, er ging gestärkt in die Kraft hinaus und ging raus aus seiner Wüstenzeit. Warum? Es gibt zwei Methoden, Wüstenzeiten zu beenden. Methode Nummer 1, wir setzen den Willen Gottes um. Oder Methode Nummer 2, wir setzen den Willen Gottes nicht um. Beide Varianten bringen dich aus deiner Wüstenzeit hinaus. Aber nur eine Variante bringt dir geistlich etwas für dein Leben. Und ich möchte zum Abschluss eine Stelle nehmen aus dem 5. Mose 8.
Und wir wissen, dass das Volk ganz lange in der Wüste war. 40 Jahre lang. Ich bin nicht mal 40. 40 Jahre lang. Ey, das ist fast heutzutage ein halbes Leben, Geschwister. Und wir lesen in 5. Mose 8, als Gott sie aus dieser Wüstenzeit hinausgeführt hat, welche Absicht Gottes Herz hatte mit dem Volk. Und hier lesen wir 5. Mose 8, 1 bis 5. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern euch zugeschworen hat. Alles die Gebote, alles das hat Gott für was gegeben? Damit es dir gut geht. Damit du ein Leben in Fülle hast. Ich suggeriere jetzt nicht, dass du ein entspanntes Leben führst mit Christus. Es gibt Kämpfe. Aber Gott hat uns ein Leben in Fülle versprochen, Geschwister. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, Erfahrung, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot lebt, sondern dass er von allem dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Es geht um Wüstenzeit, wie bei Jesus. Wir leben von dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen in diesen 40 Jahren. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn oder Tochter erzieht. Halleluja. Guck mal auf deine Klamotten. Guck mal drauf. Hast du heute schön angezogen für den Gottesdienst? Geht's dir schlecht irgendwie? Hast du Essen? Hast du Trinken? Musst du hungern? Wer hat heute früh alles geduscht? Also ich auf jeden Fall, keine Sorge. Uns geht's gut, Geschwister. Und Gott führt uns durch unsere Wüstenzeiten so, dass wir zum Schluss doch sagen können, wenn wir nicht auf hohem Niveau jammern, uns geht's eigentlich doch gut. Uns geht's unterm Strich eigentlich doch gut. Wisst ihr, was für ein Privileg es ist, eine eigene Räumlichkeit zu haben? Wir suchen jetzt schon seit fast einem Jahr. wisst ihr, diesen Blick, Geschwister, diesen Blick verliert man mit der Zeit einfach, weil es Gewohnheit wird. Aber lass deine Wüstenzeit nicht deine Gewohnheit werden. Warum? Weil nachdem Gott dich erwählt hat, dass du ihn für ihn dienen sollst, bei ihm sein sollst, in seinem Herzen, kommt der Teufel mit Wüstenzeiten, ja. Aber irgendwann werden Wüstenzeiten Ablenkungen. Irgendwann wird die Wüstenzeit dich blind machen, dass du gar nicht mehr siehst, dass Gott schon längst sagt, hey, ihr seid schon längst raus. Ich wirke doch, ihr müsst es doch nur mal sehen. Ihr müsst es doch nur mal sehen. Das ist das, Geschwister, was Gott zu mir in den letzten Tagen und Monaten so gesagt hat. Und ich habe auf alles einen ganz anderen Blick, Geschwister. Ich kam letzten Donnerstag, ich war total fertig von der Arbeit, meinem Vater, der ganze Umstand. Die Seele hat geweint. Ich kam in die Gemeinde hinein und setzte mich dahin. Die Züge sind alle ausgefallen in Dresden, habe ich dann auch rausgefunden. Und alle dachten, es wäre per Zoom das Gebet. Und zwei Leute saßen da. Und wisst ihr was? Ich war dankbar. Ich war dankbar für meine zwei Geschwister. Und wir haben Gott gesucht und wir haben Gott gefunden. Halleluja. Weil wir zu dritt waren. Und es hat ausgereicht für Jesus. Den Blick der Dankbarkeit lernen wir in der Wüstenzeit. Zusammenfassung. Danke Gott heute für deine Wüstenzeit, denn es ist der Ort, wo Gott dich zubereitet. Und das ist wie die Jugend, die kommt nie mehr zurück. Halleluja. Erkenne die Machenschaften des Teufels innerhalb der Wüstenzeit. Erkenne, welche Methodiken der Teufel benutzt, um dich zu Fall zu bringen. Seien es deine Gedanken, seien es andere Personen, seien es Umstände, seien es Süchte, egal was es ist, erkenne es und agiere dagegen. Nicht durch deine Kraft, durch die Kraft Gottes. Lerne zu kämpfen mit dem Wort Gottes. Halleluja. Lass uns aufstehen, Geschwister. Lass uns unsere Hände erheben zu ihm. Und ich spüre gerade im Geist, Geschwister, wenn du in der Wüstenzeit bist, dann sag jetzt, Teufel, weiche vor mir in den Namen Jesus. Und wir proklamieren es gemeinsam aus. Los. Teufel, weiche vor mir in den Namen Jesus. Herr, wir danken dir, Vater, dass du hier bist, Herr. Wir danken dir, Vater, dass auch diese Wüstenzeiten, Herr, im persönlichen Leben, Herr, und im Gemeindeleben jetzt vorbei sind, in den Namen Jesus. Und Herr, wir proklamieren deinen Spätregen jetzt aus über Freiberg, Herr, über diese Gemeinde, Herr. Herr, wir proklamieren die Kraft deines Geistes aus. Herr, wir brauchen dich, Jesus.
Wir brauchen dich, König Jesus. Und Herr, ich möchte dir Danke sagen, Herr. Danke für die Wüstenzeit. Danke für jeden Umstand. Danke für die Schwierigkeiten, oh Herr. Danke für die Anfechtung, Herr. Denn du formst uns dadurch. Du erziehst uns, oh Herr, wie ein liebender Vater seinen Sohn, seine Tochter erzieht. Herr, du bist ein Gott, der auf uns aufpasst. Danke Gott, dass es uns so trotzdem so gut gehen darf in Wüstenzeiten. Danke Gott, dass es uns so gut geht in Wüstenzeiten. Und ich spüre, wie der Geist Gottes spricht, da wo du bist, tue Buße über Undankbarkeit. Tue Buße über Undankbarkeit. Geschwister, Dankbarkeit ist der Schlüssel für ein